Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 22 Hannover 96 Modus. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir halten uns, glaube ich, ganz wacker und schlagen uns ganz gut. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir nach 6 Spielen 11 Punkte und sind auf dem 3. Platz. Könnten aber noch eingeholt werden. Düsseldorf, vielleicht seht ihr das da unten hier in dem Gelben. Düsseldorf kann noch aufholen und einen Sieg holen und dann an uns vorbeiziehen mit 13 und sogar auf Platz 2 hüpfen. Auch da unten noch Heidenheim und Schalke, die könnten vielleicht auch noch ein bisschen was machen. Aber okay, wir schauen erstmal rein. Machen weiter. Hier haben wir alles. Simulieren wir. Ach, unser nächster Gegner ist sogar schon Kiel. Ach, siehst du, Düsseldorf. Düsseldorf hat uns sogar überholt und hat es geschafft. Sich 13 Punkte zu holen, sind direkt auf den ersten gehoppelt. Aber wir sind nur einen Platz runtergefallen. Ich denke, es ist immer noch ganz gut. Wir sind 2 Punkte hinter dem ersten. Da kann man noch absolut mit leben. Wir spielen jetzt gegen Kiel. Das ist ein direktes Duell zwischen Platz 4 und Platz 3. Da können wir schon mal ein bisschen was holen vielleicht. Düsseldorf spielt gegen Regensburg. Wo sind die denn? Ah, gegen den 11. Wo ist Hamburg? Hamburg spielt gegen Bremen, siehst du? Die nehmen sich die Punkte gegenseitig weg. Also wir könnten vielleicht Plätze gut machen, aber erstmal müssen wir unser eigenes Spiel gewinnen. Ich glaube, das wird schwer genug. Und ich muss gleich mal gucken, wie viele Spiele wir jetzt eigentlich durchgehend gewonnen haben. Wegen Schwierigkeitsgrad hochstellen. Auf Finnland, möglicher Nationaltrainerposten. Scouting-Berichte. Hui. Nein, der darf bleiben. Weg. 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 Jawohl. So, warte, wir gucken mal kurz auf den Kalender. Wir haben gegen Pauli gewonnen. Ist 1, 2, 3. Unentschieden zählt mit. 4 und Pokal sind 5. Also müssten wir jetzt hochstellen, ne? Da Pauli 1. Unentschieden 2. Heidenheim 3. Darmstadt 4. Und wieder Pauli 5. Also müssten wir jetzt wieder ein nach oben stellen. Oh, das wird. Legende. Und dann haben wir noch ultimativ. Spielbasierend. Verbesserte Intelligenz. So, gut. Okay. Ändern wir was im Team? Weil sie sind ja alle nicht davon so begeistert. Viele Mösen hier rum, aber das Team schlägt sich nun mal super. Deshalb will ich das jetzt nicht unbedingt kaputt machen. Und wir gucken mal rein. Hier Holtby, Mühling, Tuber, Bartels, Reese, Ignowski, Lorenz, Wahl, Korb, Vandenberg. Korb, den kennen wir doch. Julian Korb. Der war doch mal bei Hannover. So. Anpassen. Trikot ändern. Wir gehen auf schwarz. Sonst ist der Schiri wieder auch rot. Und dann haben wir wieder den Salat und sehen nichts. Gehen wir rein. Er wird heute im Fokus stehen. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen sind eine klare Ansage. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Okay. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der 2. Bundesliga. Holstein Kiel gegen Hannover 96.
Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Einfach in ihn reingelaufen. Holtby. Vandenberg. Ach du Scheiße. Ja, setzt sich schön durch. Luis Holtby. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Oh, ja. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Ja, dann schlägt der Trainer dir auf den Kopf, ne? Marcel Franke. Die Gäste sind im Augenblick die Mannschaft mit den meisten Toren. Vor diesem Auswärtsspiel haben sie die beste Offensive und das macht sie natürlich zuversichtlich. Das macht sie selbstbewusst. Sie haben die Leute, die genau wissen, wo das Tor steht. Das kann auch heute wieder zum Erfolg führen. Ob man durchkommt, wenn man nur unentschieden spielt? Mühling. Chuba. Oh. Gefährlich. Stark, Bernie. Ganz energischer Einsatz. Kampf jetzt um den Ballbesitz. Bartels. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Nach einem sicheren Tor. Auf jeden Fall Kopfballduell verloren. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Was war das zur Hölle? Es gibt ein Tor aus der Düsseldorf Arena zu vermelden. Rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Düsseldorf. Neuer Spielstand damit 1:0. 16 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Und er geht an ihm vorbei. Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Jetzt geht's richtig los. War klar. Wir haben den ersten Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Aber was, mal sehen, was war das da für ein Pass von Tribul? Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Und warum überläuft er nicht? Das wieder aus? Die Gelegenheit für die Flanke. Warte, ich muss gucken, ob das aus ist. Wenn ja, weiß ich nicht warum. Nee. Ist an. Oder? Jo. Super gehalten, aber auch ein toller Schuss. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Bartels. Ganz energisch. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Holtby. Holtby. Sie holen sich den Ballbesitz. Marcel Franke. Platz für die Flanke. Lange Flanke. Jawohl. Super Tor. Direkt bekloppt. Mit einem Flugkopfball. Da muss man erst auf Weltklasse stellen, damit man ein Kopfballtor macht. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Das erste Tor über Flanke, oder? Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Sebastian Stolze. Da fangen sie den Pass ab.
Hey, hallo. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Warum steht er da auch im Abseits rum? Das hätten sie anders lösen können. Da fehlt die Geduld. Vorne steht jemand im Abseits. Dann musst du warten mit dem Pass. Das werden sie auch so analysieren. Das war keine gute Aktion. Hauke Wahl. Mühling. Mühling. Juba. Holtby. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Schöner Pass. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Jawohl. Jetzt in der Anspielstation. Sie erhalten den Einwurf. Das sollte so. Vorne jetzt die Balleroberung. Chance zur Flanke jetzt. Und den spielt er gleich wieder zurück. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Da klären sie erstmal. Hereingabe auf den langen Pfosten. Ui. Der Ball ist drin. Wird bekloppt. Geht der Ball ins Tor. Zweimal per Flanke und Kopf. Dass ich das noch erleben darf. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Torwartfehler, oder? Boah. Geht. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Holtby. Mühling. Van den Berg. Gut so. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Ignowski. Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte liegen die Gäste vorne. Sie sind hier vorn zur Pause. Die erste Halbzeit geht schon mal an uns. Immer noch 1-0 Düsseldorf. Düsseldorf müsste eigentlich verlieren. Oh. Oder unentschieden spielen oder so. Jetzt kann es weitergehen. Leider regnet es aber auch nach wie vor. Sie könnten jetzt flanken. Bartels. Und jetzt gibt es Einwurf. Finn Bartels. Jetzt zieht er in die Mitte. Abwehrversuch scheitert. Nicht mit Frankie. Weiter. Sie haben durchaus Platz auf außen. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. In Zukunft wird er also für Manchester United auflaufen. Das wurde mittlerweile auch von offizieller Seite bestätigt. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Ja, könnte was werden. Wäre abseits, oder? Sie haben den Ball. Oh, getunnelt. Juba. Da wollen sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Holtby. Wird's jetzt gefährlich? Kommt jetzt die Flanke? Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen.
Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich. Wollen oh, hier Kacke. Wieder rein in diese Partie. Gute Aktion. Ich krieg gleich ein. Den spielt er wieder zurück. Riesenparade von Zieler. Tolle Parade. Und dann dürfen Sie sich bei ihm bedanken. Das wäre um ein Haar der Treffer gewesen. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Wirklich ärgerlich. Ignowski. Er holt sich den Ball. Kommt jetzt die Flanke rein? Wechsel mal. Natürlich Hinterseher. Kirky. Oh, nicht so. So. Und Kaiser? Wollen wir Kaiser oder? Oder Muslia vielleicht? Nee. Oder Ochs vielleicht? Ich weiß es nicht. Linksverteidigermäßig, rechtsverteidigermäßig hier vielleicht. Ach, wir lassen erstmal. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Holtby. Es gibt ein Tor aus der Düsseldorf Arena zu vermelden. Rüber 1-1. Wir haben hier das erste Tor für Jan Regensburg. Der neue Spielstand damit 1-1. Gespielt sind hier 68 Minuten. Vielen Dank für die Info. Sieht gefährlich aus. Alexander Mühling. Oh. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Verdammt, Dax. Ja, keine gute Parade. Wir schauen uns das nochmal an. Der Ball bleibt gefährlich. Und dann ist es nicht mehr zu verhindern. Das nutzen Sie eiskalt. War nur eine Frage der Zeit. Der Fußball und seine Geschichten. Sie waren schon weg. Das Ding war durch. Aber sie kämpfen sich zurück und schaffen hier den Ausgleich. Hinten stehen sie kompakt. Aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Ecke kommt. Die Ecke kann er abwehren. Sie gehen dazwischen. Er bekommt die Unterstützung. Macht er gut. Klasse oh. Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Ich dachte, den kriegt er. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Holtby. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Jetzt kommt die Flanke. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Was war mal? Und das ist natürlich jetzt der Ball. Was ist das? Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Sie spielen uns schwindelig. Ignowski. Chuba. Bartels. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Da oben, der fordert den Ball. Wir wechseln nochmal. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Der meckert bestimmt gleich wieder. Sie wechseln jetzt. Marcel Franke. Wieso geht er denn nicht? Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance.
Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. Gute Aktion. Ball läuft jetzt natürlich hervorragend. Vielleicht die Führung jetzt. Oh, ganz starke Aktion. Ja, was für eine Parade. Sonderlob an den Keeper, das Spiel weiter offen. Unglaublich. Flanke kommt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Viel Platz für den Konter jetzt. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Ja. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auf Freistoß geben. Sieht gefährlich aus. War nicht unbedingt zu erwarten, dieses Ergebnis. Ein torloses Remis. Ich glaube, aber ein torloses also, vor allem. Die Tormaschine ich glaube, ein wenig so stellt man sich ein Spiel zwischen Platz 4 und 3 oder so vor, oder? Ein knappes Unentschieden. Jeder hätte gewinnen können. Naja. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Zwei sehr gute Abwehrreihen. Wir hätten gewinnen müssen. Zwei sehr gute Abwehrreihen. Waren Sie nach dem Ausgleich zuversichtlich? Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ries war heute einer der Besten. Wir müssen schauen, was wir besser machen können. Danke, dass Sie bei uns waren. Okay, wir starten also mit einem Unentschieden. Entwicklungsplan Triebel. Ich möchte mitteilen, dass ich das hier gut entwickelt. Okay. Wir starten also mit einem Unentschieden in die Weltklasse. In den Weltklasse-Schwierigkeitsgrad. Gut, dass wir noch Unentschieden gespielt haben, also ist nicht viel passiert. Wir hängen immer noch gut dran. Alle haben Unentschieden gespielt mit einem Punkt dahinter. Von daher. Unser nächster Gegner ist. Wer ist denn unser nächster Gegner? Scheinbar Sandhausen. Die sind 13. Okay, hat nichts zu heißen. Kiel verhindert Zielersieg. Zielersieg? Es war ein frustrierender Tag für Holstein Kiel. Die tolle Leistung von Hannover 96 Kiel bei Zieler sichert am Ende das hart erkämpfte Remis. Die Hannover-Fans wussten nach dem Remis gegen Kiel nicht so recht, ob sie sich freuen oder ärgern sollten, denn immerhin geht die großartige ungeschlagene Serie des Clubs jetzt weiter. Bester Vorlagengeber. Wer ist denn das? Oh, meiner. Vorlagen 5, Spiele 7, Vorlagen pro Spiel 0,71, Spielwertung Schnitt 7,8, Tore 4. Top-Typ. Bayer hat jetzt auch nicht so funktioniert, wie wir es wollten, auf Füllkrug. Aber was soll's. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's. Wenn ihr wollt, lasst mir was da, passt auf euch auf und dann sehen wir uns morgen um 12, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, ciao, ciao.